Herzlich willkommen zurück zu Shantae Action auf der Wii U. Wir haben jetzt eigentlich unseren Bibliotheksausweis. Und ich möchte da jetzt hin, ne? Wir haben gespeichert, jetzt lässt er uns durch, ne? Immer noch nicht. Zeig mir nochmal deinen Bibliotheksausweis. Menschenskind, das sagt man ja. Hat man ja schon. Dankeschön, wir dürfen durch. Vogelscheuchenfelder. Bist du ein Gegner? Du bist ein Gegner. Zwei Schläge. Oh, ich mag das Design. Das ist alles voll cool. Das ist schön. Es ist einfach schön. Es ist so ein bisschen. Selbst ich kriege hier noch ein bisschen Retro-Feeling drauf, obwohl ich halt mehr oder weniger erst wieder mit Nintendo DS angefangen habe zu spielen, aber der hatte ja auch nicht so. Es war mehr als 16-Bit, aber teilweise sah es auch schon vergleichsweise hierzu aus. Und ich hatte auch schon Gameboy-Zeug gespielt. Ich hatte auch schon Gamer-Zeug gespielt und sowas hin und wieder bei Verwandten oder Freunden. Deswegen, ja, es ist schön. Und ich habe auch viele Spiele nachgeholt, Retro-Dinger. So. Das war gar nicht so einfach hier. Entschuldigung. So. Ja, die Vogelscheuchen sind ziemlich viele, allerdings können sie mir gar nichts. Die können mir gar nichts, ey. Oh, das ist ein Herzding. Ich will noch eins. Oh, ich hoffe jetzt nicht, dass meine Stimme Probleme macht. Das wäre bedauerlich. So, was mache ich mit dir? Das sind viele. Das sind viele. Mehr Vogelscheuchen. Zack. Zack. Du auch. Boah, was ist denn das? Stärkere. Nein, nicht wirklich. Oder bessere Angriffe. So. Die hat man auch besiegt. So, du auch. Du auch. Du auch. Still kein Schaden genommen. Mhm. So gut. So. Alter, das möchte ich haben. Wie komme ich da hin? Die will spawnen hier. Ach. Scheiße. Ja, aber so komme ich da hin. So komme ich dahin. Das funktioniert. Aber noch nicht jetzt, wie es scheint. Doppelsprung können wir ja nicht. Nee. Wir speichern nochmal. Speichern abgeschlossen. Oh, jetzt sind wir hier ein bisschen Wald. Wirrwald. Wirrwarrwald. Boah, das sieht auch voll schön aus. So. Das macht echt. Alter, das macht Bock. Wenn ihr das Spiel spielt, ne, ihr habt echt Bock auf mehr. Und vor allem, ich bin halt echt nicht so der Jump'n'Run Fan, aber ich hab gerade. Alter, ich hab gerade richtig Spaß. Das ist halt die Power der Indie-Spiele, ne? So, das mit dem Spaß, das fehlt zu manchen AAA-Games. Die Leute von BayForward, die wissen eh, was sie machen. Die haben auch das DuckTales Remastered gemacht, was ziemlich gut ist. So. Will ich dahinter? Nee, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ja, die Gegner respawnen. Das ist ein bisschen. Na, mag ich nicht. Nee, komm. Spring halt. Shantae, hast dich treffen lassen. Kein Problem. Ne, ich muss echt mal ein bisschen wieder unten sind. Das ist nicht zu empfehlen, da hoch zu springen. Das muss ich zu weit treffen. Ja, zu schnell und einfach treffen. Ne, die Gegner finde ich schon nervig jetzt. Mit denen werde ich keine Fort. Mit denen werde ich. Nee, mag die nicht. So. Ich hätte nicht mit den Schaden gespeichert. Nee, das mit dem Springen bringt nichts. Bringt nichts. Nicht unbedingt was. Ja, aber ich wurde aber trotzdem getroffen. Oh, jetzt sterbe ich ja noch gleich, wenn es weitergeht. So, du misst wieder, ne? So. Die Dinger aus dem Hintergrund kann ich nicht kaputt machen. Jetzt muss ich aufpassen. Wo komme ich denn da hin? Boah, jetzt sind wir wieder verletzt, ey. Wollte ich nicht Shantae. Entschuldigung. Geld. Ich hätte jetzt schon zweimal so ein Herzding bekommen können, aber ich komme nicht ran.
Das ist ein bisschen ärgerlich. Merken, merken. Merken, dass da was war. Sukrinland Palace. Da ist schon auch unser Kumpel hier. Bolo, was machst du hier? Baolau. Jeder in Scuttletown denkt, dass ich ein Versager bin. Daher nehme ich die Gelegenheitsjobs im Palast an. Zähne streichen, Schlösser einbauen und so weiter. Und jetzt bist du Babysitter? Oh, die untoten Kinder. Nö, die sind nur hier, um Fett zu klauen. Was? Fett oder Fell? An meinem... Was? Ich kann nicht flüchten. Hast du ein paar Fleischlutscher? Ich bräuchte 3 Stück. Du kannst den Abwasserkanal und den Palast finden. Das ist eine Nebenquest. Machen wir. So, da kann ich runterwollen bestimmt, oder? Nicht? Hier kommen bestimmt irgendwie die Abwasserkanäle, bin ich mir sicher. So, was ist dir? Hi! Was ist los, mein Herr? Oh, beachte mich nicht. Ich bin bloß verwirrt, weil mir etwas sehr Wichtiges in den Abfluss gefallen ist. Weißt du, ich verkaufe Reisebroschüren. Das ist aber ein sehr interessanter Beruf. Sie müssen viele aufregende Dinge auf ihren Reisen gesehen haben, stimmt's? Reisen? Ich habe mein ganzes Leben lang hier vor dem Palast gelebt. Aber ich dachte, sie sagten... Die Arroganz einer Generation macht mich krank. Ich bin kein reisender Broschürenverkäufer. Nein, ich verkaufe Reisebroschüren. Und ich habe meine allerletzte Reisebroschüre in diesen Abfluss fallen gelassen. Ekelhaft. Die Arroganz meiner Generation. Ja, ich sag ja gar nichts. Meine Generation ist scheiße. Ganz im echten Leben, aber. Shanti doch nicht. Lärm und Getöse. Squid Baron, wir haben uns lange nicht gesehen. Was ist los? Und du weißt schon. Post-Boss-Syndrom. Jetzt, wo du auf deinen neuen Abenteuer bist, merke ich, dass ich dich. Also, du hast ja ein unwichtiger Zwischenboss zu sein. Ich habe ganz voll verkackt mit dem Lesen. Ich verstehe nicht ganz. Weißt du, ich war beim letzten Mal ein wichtiger Gegner, aber dieses Mal. Ich denke, wir müssen einfach noch einmal kämpfen, um die Sache abzurunden. Die Sache? Du verstehst das nicht, ja? Ich muss hier weg. Irgendwann, wo es warm ist. Es ist wohl Zeit für einen Urlaub. Es gibt aber einmal die Perspektive zu wechseln, könnte dir gut tun. Aber hast du vielleicht recht. Ich hatte bisher immer eine relativ flache Sicht auf die Welt. Immer nur dieselben 4 Wände, verstehst du? Das kann ich. Das kann ich nicht aus dem Real-Life. Monotone Hochspannungsmusik, ich könnte einen Szenenwechsel vertragen. So ist es richtig. Wenn dir ein guter Urlaubsort einfällt, sag mir Bescheid. In der Zwischenzeit gehe ich in meiner Ecke heulen. Armer Kerl. Okay, jetzt holen wir die Broschüre, dann bringen wir die Broschüre, dann empfehlen wir den Urlaubsort. Ist doch klar, was wir machen müssen. Ja, tolle Musik für die Abflussrohr. Schlangenviech. Ein Schlag genügt. Fleischlutscher, das wollen wir ja auch holen. Müssen wir auch ein? Das ist doch. Ey, Nebenquest über Nebenquest. Haben wir schon die 3 Fleischlutscher für Bolo oder wie er hieß? Ich hab's wieder vergessen. Bolo. Bolo mit L. Mit L, Bolo. So. Kann ich kaputt machen, gut zu wissen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich irgendwas verbockt habe. Na, das hilft mir alles nichts, ich komme ja nicht hoch. Wir kriegen bestimmt nochmal irgendwelche Fähigkeiten, das bin ich mir ganz sicher. Ja, dann lasse ich das jetzt erst einmal. Ich will eigentlich schon genau hoch. Ne, das ist jetzt erstmal so stehen, bis ich glaube, wir brauchen echt. Wir kriegen echt noch Fähigkeiten und sowas, glaube ich. Hat das auch keinen Wert. Nee, hat es auch keinen Wert. So, jetzt geben wir erstmal den guten Bolo. Hier in der Bibliothek immer noch nicht. Sein Zeug. Hey, Fleischlutscher, hast du welche für mich gefunden? Ja. Oh, super, die sollten funktionieren. Ganz nebenbei, wenn du zum Palast zurückkehrst, kannst du diesen Schlüssel für das königliche Tor für mich zurückgeben? Irgendein Idiot muss ihn verloren haben. Widerlich. Er ist voller Bissspuren. Ja, ich habe ihn vor einer Stunde in meinem Mund gefunden. Dann nimm. Lass den Schlüssel für das königliche Tor halten. Also wären wir vorher wohl gar nicht reingekommen. Okay. Nee, das heißt, das mussten wir jetzt sogar machen. Das ist ärgerlich. Ich habe jetzt voll das Nebenzeug, ja. Oh, kann es sein, du hast den Schlüssel für das königliche Tor? Könntest du mir bitte durchreichen? Ja. Du gibst Torschlüssel. Ja, aber ich freue mich. Jetzt kann ich hier aufschließen. Hier aufmachen. Dies hier befestigen. Und, na also.
Der Sequin Land Palace ist wieder für Besucher geöffnet. Bitte komm herein. Gerne. Wenn er mir nicht die Haare schneidet. Der wird mir die Haare schneiden. Willkommen im Sequin Land Palace. Ja. Okay. Ich habe gehört, dass die Sultana verreist ist. Ich mache mir Sorgen, wenn sie weit weg vom Palast ist. Die ist gar nicht da, umso besser. Was ist das denn für ein Geruch? Oh, das ist meine Rüstung. Ja, reden wir nicht drüber. Die königliche Bibliothek durch diese Tür und durch die Halle. Alles klar. Alles klar. Ja. Ein Besucher. Lass mich dich betrachten. Oh, dieser Bibliotheksausweis kann meine alten Augen nicht betrügen. Du bist früher oft hierher gekommen. Die Tochter des Schatzjägers, richtig? Ja, also er ist mein Onkel. Und was ist das? Eine richtige Vorladung? Du gibst Vorladung. Warum gebe ich die? Mir steht das. Schere? Laubsäge? Ziegenmaul? Was? Die wollen dieses lange, schöne Haar abschneiden? Das ist nicht okay. Ich könnte ja einfach diese Papiere vorlegen, bis der Sultan zurückkehrt. Ich würde dir jetzt gerne zuzwinkern, aber leider funktionieren meine Augenglieder nicht mehr. Bitte nimm dir, bevor du hier bist. Vielen lieben Dank. Ja, ihr blinkt so schön, da wird's sein. Der hohe Globus enthält ein Geheimnis. Du hast die Karte der verbotenen Insel erhalten. Hier steht einfach ein Globus drin. Damit könnten wir theoretisch wieder zurückkehren schon. Ich frage mich auch, wo hier diese Sultana sein soll, weil... Gibt es da irgendwie noch einen Aufzug da für den Raum eben? Oder ansonsten, keine Ahnung, gibt es hier wohl nichts außer die Bibliothek oder wie? Naja, ich habe, was ich wollte. Gucke ich jetzt noch mal... Gucke ich jetzt noch mal hier rein, oder? Da wird man wieder hochkommen, ne? Durch die andere Seite. Vielleicht habe ich auch, vielleicht ist da ja auch so eine Kette und ich habe es nicht gesehen. Dreh dich um. Ich hoffe es einfach mal. Da ist tatsächlich eine Kette und ich habe es noch nicht gesehen. Sehr schön. Das heißt, ich kann doch nehmen. Du blödes kleines Arschloch. Nee. Da kommt doch bestimmt hier durch. Ja. Ich bräuchte ganz dringend Leben. Okay, soweit so gut. Yay, wir haben genug für ein drittes Herz. Boah, dieses Spiel ist so super! Alter, holt euch das, wenn ihr eine Wii U und ein 3DS habt. Oder eins von beiden. Ich hoffe nochmal, ihr habt zwei. Das heißt, ihr habt nämlich, wenn ihr beide habt, habt ihr nämlich Geschmack. So, welchen Weg gehe ich? Ja, ich falle erstmal runter, weil das macht am meisten Spaß. So, gehen wir mal hier lang. Ich glaube, das ist der Rückweg, ne? Ja. Ja, wir müssen ja noch das Ding finden. Wir mischen ja noch die Broschüre in die letzte. Was ist das da oben? Was ist hier in der. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ja. Cool. Das heißt, kann ich jetzt so nicht machen, oder was? Natürlich falle ich runter. Kann ich das doch nicht machen, das war alles Bullshit. Ich kann es doch nicht schauen. Ich habe zumindest mein Herz mit ihnen halt voll, ne? Sag ich mal. Da muss ich irgendwie runterkommen oder so, ich weiß es nicht. Hier kann ich nicht mehr helfen? Nee. Zombie-Kinder hier schon aus. Jetzt geht's wieder um den schönen Wald, aber wir haben nach wie vor nichts Neues. Das heißt, ich muss schauen, dass ich in irgendeiner Form überlebe. Ich will den aber auch umbringen. Okay, dann so. Ja genau, flieg du mal hoch und lass mich in Ruhe. Soll ich mal so? Oh Gott. Ich muss also außen rum. Also den Umschlag lege ich einfach so. Ja. Ach, die Spinne! Ich habe die Spinne nicht gesehen! Und wie ich diese der... Ja, genau. Wie ich nämlich diese Indie-Spiele kenne, ist es einfach so gelöst. Letzter Speicherpunkt, geht's weiter? Ja. Alles von vorne. Ich drücke alles weg. Oh, wie aber. Ich könnte es ja schneiden, aber.
Doch, doch. Ich schneid. Ich schneid wieder, bis wir bei der Stelle sind. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich hab wieder alles nachgeholt, was wir verpasst haben. Jetzt, ne? Seitdem ich wieder gestorben bin. So, jetzt geht's aber wirklich auf den Rückweg. Diesmal plane ich nicht mal. Ich plane diesmal wirklich da durchzukommen. Ich glaube nicht mal, dass ich diesmal sterbe. Ich glaube, diesmal schaffe ich es sogar. Dieses dringliche Spinnenvieh. Hier bin ich gestorben. Alles die Schulterspinne. Natürlich trifft er mich. Was habe ich denn gedacht? Dass ich durchkomme? Lächerlich. So, einfach drüber springen. Oh, wir haben es geschafft. Das heißt, jetzt ist hier auch noch der Speicheronkel, ne? Gut. Sowas von speichern. Aber wir sind schon wieder so verletzt. Aber ich finde das voll süß, wie sie da ihren Arm hält. Ich weiß auch nicht, was damit los ist. Ich finde das jetzt süß, vor allem wenn die Haare so zerfetzt sind. Hilft jetzt aber trotzdem nichts, dass ich halt nicht. Ich hier hinten ist ein Ding dran kommen, aber wir haben ja schon alles, was wir brauchen. So, die muss ich hier auch nicht so alle killen, muss einfach durchkommen. Mal durchkommen. Mehr muss ich nicht. Natürlich falle ich rein. Ich denke gedacht. Weil hier waren wieder die. Oh, das ist ein Herz. Sehr schön. Aber das Herz macht auch nur ein Viertelherz oben wieder ganz. Deswegen Vorsicht, wo man sich freut. Oh, ich habe sogar den hinter mir getötet damit. Also unsere Haare, ne? Alter. Und waren die vorher auch so viele von den Vogelscheuchen? Hatte ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, weil das sind richtig viele. Aber jetzt sind wir wieder zurück in der Stadt. So. Allererst geben wir ihr mal ihren Schein zurück. Das ist ein Schein wieder. So. Vielleicht lese ich das auch. Wow, ist geil, das ist dein gesamtes Nest. Du findest 100 Gold. Versuch dich vom Unfug fernzuhalten. Mach ich. 205 Rubine, kann man einiges mit kaufen. Heilen war das hier, ne? Machen wir definitiv. Genau. So. Dann geht es so. Na, zu dir geht's noch nicht. Wir gehen hier erstmal unser drittes Herz holen. Aber jetzt schmilzt die ja ein. Kann die das machen? Na komm, mach. Oh, jetzt habe ich Mitleid. Bitteschön. Deine maximalen Herzen sind um 1 gestiegen. Yay! Musste bloß ein paar Oktopusse umbringen. Yay. Das coole Zeug kann ich mir nicht kaufen. Wobei. Erholen. Backflip von einem schweren Schlag erholen. Rückwärtsflitzer entziehen schnell deinen seidigen Creme, mussten sie ihr Haar für einen schnelleren Schlag. Das kostet nur 50. Das klingt so, als ob das irgendwie nur so temporär ist. Um uns mal zu holen. Ausverkauft. Das war schon mal jetzt nicht schlecht, dass wir uns das gekauft haben. Die Frage ist, wo setze ich das ein? Monsterlicht, das ist es nicht. Das ist es nicht. Erholen. Wenn ich der Gegner umwirf, drücke den B-Knopf, um dich zu erholen. Wenn dich nicht, okay. Gut zu wissen. Dann wollen wir doch mal noch hier mit ihr sprechen. Und, was hat so lange gedauert? Ich habe dies in der Bibliothek gefunden, eine Karte von der verbotenen Insel, genau wie du es gesagt hast. Oh, der tut nicht gut, taugt dir doch zum bisschen was. Du gibst verbotene Karte, ich gebe verbotene Karte, wir geben verbotene Karte. Also, willst du mir helfen? Nur wenn du zustimmst, genau das zu tun, was ich dir sage. Und wenn ich es dir sage. Der Pirate Master ist mein Gegner, nicht deiner. Und wenn es vorbei ist, gehen wir wieder getrennte Wege. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber wir haben einen Deal. Lass uns diesen Typen zusammen besiegen und sie können Land retten. Retten. Warte kurz. Wie kann ich mir sicher sein, dass du nicht plötzlich abhaust? Würde ich dich belügen? Ja. Begrüße deinen dampfgetriebenen Ozean Tinker Tup Mark II. Mark II, was ist mit dem ersten passiert? Du bist ihm passiert. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Oh, es geht zur nächsten Welt. Ach, hier sehen wir...
Ach ja, ach so. Okay, wir sehen, wie viele Oktopus wir gefunden haben, wie viele noch fehlen. Das ist sehr cool. Und wie viele von diesen dunklen Krähenviecher wir noch besiegen müssen. Und hier ist das entsprechend noch gar nichts. Oh, irgendwas ist heute nicht gut mit meiner Stimme. Das ist cool. Das ist sie, die Spukinsel. Oh, Spukinsel klingt gut. Wenn wir keine andere Karte finden, ist dies das Ende unseres Abenteuers. Ich bin für alles bereit. Oh, wir haben jetzt sogar... Ja, so Piratenzeug. Sieht gut aus. Was sind diese Klamotten her? Unter Bord? Da gibt es alle möglichen Sachen zum Anziehen. Die meisten Stücke waren mir allerdings etwas zu weit. Bleib von meinen persönlichen Sachen weg! Donnerwetter. Ich war noch nie so weit vom Festland entfernt. Es ist schön hier. Lass dich nicht täuschen. Der Pirate Master bezieht seine Macht von diesem Ort. Auf dieser Insel ist eine Stätte des Bösen versteckt. Du wirst sie finden. Was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Dieses Mal nicht. Aber wir zusammenarbeiten. Ich sag dir nein und ich meine es auch. Ich habe meine Gründe. Oh, ich verstehe. Ist immer so schlecht. Du hast Angst. Wie kannst du das wagen? Ich werde dich aussehen wie eine Makrele. Oh Mann, du musst doch lernen, mit Humor umzugehen. Und zieh das jetzt aber der Kostüm aus. Ach, du verstehst wirklich keinen Spaß. Das ist wieder weg. Okay, aber... Ready to go, genau. Spukinsel. Ich hätte es aber allerdings gerne gespeichert. Alter. Was ist mit dem Viech? Ich hätte es aber auch echt gerne gespeichert. Lass mich speichern. Ja, natürlich trifft er mich. Er ist auch tot. Cool. Ich mag diesen Ort jetzt schon nicht. Ein Glück habe ich mir das zusätzliche Herz bekommen. Jetzt sind es ja wahrscheinlich echt Probleme. Aber jetzt soll's gehen. Ich will speichern, bitte. Das ist auch Gegner. Das ist ein Ding. Will haben. Oh, natürlich. Genau in dem Moment. Das ist schon wieder leicht nervig. Das ist halt so das Problem, das passiert besser auf dem Job, dass ich dann halt schon nicht den gleichen Fehler mache. Ich dachte, du wärst tot. Ich erhalte Hummerschwanz. Kein Kummerschwanz, Hummerschwanz. Das Viech ist also ein Hummer. Natürlich trifft er mich. Ey, ich sterbe gleich, wenn das so weitergeht. Du Mistvieh, Elendes. Das sind ja ganz schön scheiß Viecher. So, schieß. Ich mache jetzt einfach nur so weit, bis ich speichern kann. Ist mir egal. Okay, wir können hier durch. Lass mich doch speichern. Ich habe mich was diese Statue merken. Lass mich speichern. Dankeschön. Ja, gut, dann war's das für diesen Part, Shantae. Ich hoffe, ihr schaut mal nächstes Mal wieder ein, wenn wir uns hier ein bisschen umschauen und hoffentlich nicht sterben. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir... Ja, was gerade gesagt, ich fange schon wieder an, das so ewig zu ziehen. Macht's gut.